Besonderheit an diesem Pergolesi-Abend ist zum einen, dass wir es mit einer kleinen Oper und einem Stück Kirchenmusik zu tun haben. Das verbindende Element ist der Bezug zur katholischen Kirche auch ganz speziell. Einmal unter einem sehr humoristischen Aspekt betrachtet und einmal sehr meditativ, sehr tragisch auch mitunter. Ich glaube aber, ja, es würde vielleicht eher das Wort tröstend zutreffen. Die beiden Stücke werden direkt hintereinander weggespielt. Wir haben zum einen in La Serva Padrona uns Inspiration geholt aus dem Stabat Mater. Wir haben daraufhin beschlossen, dass wir schon im ersten Stück einen leicht religiösen Kontext haben. Wir haben im ersten Stück eine etwas klaustrophobische Welt. Da sind drei Menschen auf relativ engem Raum zusammen und alles kreist so um sich selbst in diesem kleinen Kosmos. Und im zweiten Stück öffnet sich der ganze Raum zu etwas Großem, sehr Spirituellem. Eigentlich ein Ort wie eine Kirche das ist. Ein Ort, wo alle Menschen hingehen können, die dort sein wollen, die dort eine Zuflucht suchen, vielleicht Stille suchen, Einkehr suchen. Die Musik von Pergolesi beschreiben möchte, tue ich mir schon ein bisschen schwer, weil beide Stücke derart unterschiedlich sind, dass man die auf einen Nenner bringen kann. Das liturgische Werk Stabat Mater knüpft eher an vergangene Zeiten an, wohingegen für mich La Serva Padrona fast zukunftsweisend ist, also mit der Oper des Barock abschließt, mehr in die Vorklassik übergeht und da auch Wegbereiter ist für Mozart und auch Gluck. Von Stabat Mater ist eine Musik, die mich zutiefst berührt. Und ich finde, gerade in der heutigen Zeit ist das eine sehr, sehr passende Musik. Und ich glaube auch, und das ist zumindest bei mir so, und ich hoffe auch, dass das Publikum das gleiche Gefühl hat, dass das Werke sind, die sehr zur Selbstreflexion einladen. Und ich glaube, gerade in unseren hysterischen Zeiten, wo viele Meinungen sehr radikal geäußert werden, ist ein Moment der Selbstreflexion ein guter und wichtiger Moment der heutigen Zeit. Yes, indeed, Gordon and I are married and we live in the same house. Actually, we don't need these. It's a wonderful experience to sing with your life partner, for them to be your musical partner at work. But also, you work with someone who you understand so well, and you know that their intention is the same as yours, which is really all about the music and about the experience for the audience and creating a beautiful piece of theater, a beautiful piece of music. I would characterize Uberto as conflicted, lovesick, and ultimately caring for Serpina deep down inside. Given the nature of their relationship, especially in this production, he's torn between his heart and his duty.
I know that I speak for Gordon and I when I say that we're always grateful to be able to make music and to be able to make music for a living. And to be able to make music together at this time is the cherry on top, especially in doing this piece, which is so fun and lighthearted for the first half and so profound and deep and meaningful in the second half. It is a perfect piece to do right now. And it is also a gift to us just to be able to be on the stage for a public that loves opera and appreciates what we do. It could make me cry.